Hallo Leute, ja, willkommen zu einem klitzekleinen Ankündigungsvideo, nur es soll diesmal mal wieder relativ kurz gehen, das sage ich jedes Mal und trotzdem gehen sie ewig lange, man kennt's ja von mir, aber diesmal soll es wirklich kurz gehen. Und zwar heute ist der 18.02.2015, wie man bei mir rechts unten auf dem Monitor erkennen kann, beziehungsweise jetzt hier in dieser Aufnahme und ja, es müsste, wenn ich mich nicht irre, KW 8 sein oder KW 9. Mal schauen. Kann ich jetzt so auf dem PC leider nicht nachschauen, welche KW das ist, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, heute der 18.02. Ich muss etwas ankündigen und zwar werde ich, in nicht allzu ferner Zeit, das schon sehr, sehr bald sein wird und ich freue mich auch schon drauf, werde ich Besuch bekommen. Und Besuch von einem wunderbaren, tollen Menschen. Und da dieser wunderbare, tolle Mensch über ein paar Tage, danke PC. Kann mir das mal irgendwie jemand erklären, wie ich das am PC umstellen kann? Dass der das nicht die ganze Zeit rummeckert? Das wäre toll, wenn mir das mal jemand bitte erklären kann. Schreibt es mir mal in die Kommentare, weil das nervt. Naja, auf jeden Fall bekomme ich Besuch von einem wunderbaren, tollen Menschen und den ich auch schon wieder sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe. Und dieser wunderbare Mensch, ein sehr, sehr guter Freund von mir, bleibt ein paar Tage bei mir, eine Woche, bleibt er bei mir. Und ja, dann will ich natürlich ein bisschen mehr Zeit mit dem Menschen verbringen, sage ich jetzt einmal, als, ja, mit PC und Zocken und so. Ja, und deswegen muss ich da eine klitzekleine Pause einlegen. Wie wird das ablaufen? Und zwar, Ende nächste Woche bekomme ich den Besuch. Deswegen wird ab nächster Woche schon kein Video mehr kommen, was einfach mehrere Gründe hat. Grund Nummer 1, ich möchte, gut, für die Woche gibt es eigentlich nur einen Grund, sage ich jetzt einmal, damit ich einfach noch ein bisschen was vorbereiten kann, ein bisschen die Bude aufräumen kann, etc. pp, sage ich jetzt einmal, damit ich das alles mal auf Vordermann bringen kann, ich da wirklich in Ruhe Zeit habe und ich mir da keine Gedanken wegen irgendwas machen muss, im Sinne von aufnehmen, dass ich da irgendwie in die Bredouille kommen könnte, wegen Zeit und so. Einmal deswegen. Ja, allerdings wird diese Pause nicht nur eine Woche gehen, nein, sondern sie wird 2 Wochen gehen, weil in, naja, übernächste Woche ist ja mein Besuch immer noch da und da möchte ich dann noch ein bisschen Zeit mit ihm verbringen und wenn er weg ist, möchte ich die restliche Zeit der Woche für einen klitzekleinen, naja, ich habe mir was überlegt für euch, sagen wir es mal so. Ich habe mir was überlegt und das möchte ich ausprobieren. Und wenn das Ergebnis so ist, wie ich es mir vorstelle und wie ich es will, dann ja, wird es so für euch kommen. Und ja, das ist, ja. Auf jeden Fall muss man dazu sagen, das ist etwas, was sich mehrere Abonnenten schon gewünscht haben. Na gut, das habe ich jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, weil, ja, der gute alte Helmut will hier mal wieder auf die Scheiße hauen. Und, es sind 2 Sachen, meine Freunde, die ihr euch gewünscht habt. Sogar die 2 Sachen, die sich am häufigsten gewünscht wurden von mir. Und deswegen will ich mich mit diesen 2 Sachen mal ein bisschen auseinandersetzen, ob dies überhaupt für mich möglich ist, wie das möglich ist, etc. pp. Und das will ich mir jetzt erstmal ein bisschen anschauen und mich dann da auch ein bisschen mit vertraut machen. Und naja, ich habe nächste Woche muss ich noch arbeiten, sobald mein Besuch da ist, aber allerdings nicht mehr. Da habe ich dann ein paar Stunden, die ich abbaue und in der Woche drauf, das bedeutet übernächste Woche, habe ich sowieso Urlaub. Und ja, da kann ich dann die restliche Zeit noch ein bisschen dafür nutzen, um
mich ein bisschen mit dem vertraut zu machen, was ihr euch denn alles so gewünscht habt. Ihr könnt jetzt selbst diskutieren, sage ich jetzt einmal, und selbst rätseln, was das ist. Im Endeffekt, es kann niemand wissen außer euch, weil diese Ideen kamen rein von euch. Die kamen nicht von mir, muss man dazu sagen. Und, ja, ich wünsche euch mal viel Spaß beim Grübeln, viel Spaß beim Diskutieren. Und, selbstverständlich werde ich auch weiterhin über YouTube oder Skype oder so erreichbar sein. Übrigens für die, die mich in Skype da anschreiben möchten, ich schreibe mal in die Kommentare da mein Skype-Addy. Schreibe ich mal unten da so in die Kommentare so verlinkt und dann könnt ihr mich da adden und dann ist das alles Goodie. Und ach, ich darf nicht mehr Goodie sagen. Danke, Marlene, dass ich nicht mehr Goodie bzw. Ungoodie sagen darf. Einfach weil du es jetzt bist, Marlene. Goodie, 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 Goodie. Ungoodie, 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 Ungoodie. Ha! Ich liebe es. Naja, auf jeden Fall, ich werde es mal in die Kommentare schreiben. Hier so in die Kommentare vor allem. Nein, in die Beschreibung. Könnt ihr mir in Skype schreiben, ihr könnt mir in YouTube schreiben. Ich werde dennoch weiterhin erreichbar sein, weil ich ja nicht aus der Welt bin oder sowas, sondern einfach nur ein bisschen mehr Zeit verbringen möchte. Und, ja. Ich würde mal sagen, in diesem Sinne, ja. Also gut, Leute, das war dann mal mein kleines Ankündigungsvideo. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles Goodie, oder was?